mitten unter uns. Öl- und Gasförderung quer durch Norddeutschland. Wie dramatisch sind die Folgen? Ist unser Essen betroffen? Wir untersuchen Lebensmittel und finden Schadstoffe. Das ist hier meine Heimat. Soll das einfach immer so weitergehen? Das kann es nicht sein. Viele Menschen rund um Förderstellen erkranken. Wie Konzerne eine Gefahr für die Gesundheit abstreiten und mehr als 200 Ärzte um die Wahrheit kämpfen. Ich würde das als bewusste Täuschung interpretieren, denn so dumm kann keiner sein. Und wie Gasförderung die Erde wackeln lässt und Norddeutsche mit kaputten Häusern zurückbleiben. Wertverlust von 200.000 Euro hier. Die Tricks der Öl- und Gaskonzerne. Verschmutzen und verharmlosen. Unsere Spurensuche beginnt hier, vor einem Gartencenter in der Nähe von Hamburg. Kaum zu glauben, hinter dieser Hecke wird Öl gefördert. Wer auf dem Parkplatz daneben weiß wohl davon? Was glauben Sie, wo liegt die nächstgelegene Ölförderstelle? Dafür dürfen Sie hier Ölförderstelle. Mhm. Na, die liegt hier da bei Norwegen, da oben. Norwegen? Hier in der Nordsee? Ja. Mhm. Die nächste Stelle ist Emsland. Mhm. Hier in Niedersachsen. Ja. Das schon mal gesehen? Nicht sicher. Wissen Sie, wo das ist? 100 Meter von hier, da hinter der Hecke. Da wird Erdöl gefördert. Mhm. Okay. Kennen Sie dieses Bild? Das ist hier. Genau 100 Meter von hier, da hinten hinter der Hecke. Ich bin auf dem Weg nach Niedersachsen. Was viele nicht ahnen, es gibt in Norddeutschland hunderte Plätze, an denen Gas und Öl gefördert wird. Dabei entsteht ein giftiges, flüssiges Abfallprodukt, das neben Wohnhäusern wieder in die Erde gepresst wird. Hier passiert es gerade mal 100 Meter entfernt. Manchmal ist der Abstand sogar noch geringer. Das Problem? Öl und Gas kommt mit dem giftigen Lagerstättenwasser aus der Tiefe. Das enthält zum Beispiel krebserregendes Benzol, Quecksilber und radioaktive Stoffe. Das Haus von Joachim Eubus. Er musste seine Wiese zur Verfügung stellen. Ich habe eigentlich damals schon meine Einwände dagegen erhoben, aber man sagte mir, da hätte ich keinerlei Einfluss drauf. Konzerne haben das Recht, Grundstücke der Anwohner zu nutzen. Die können dort machen, was sie wollen. Joachim Eubus zeigt mir die Verpressbohrung auf seiner Wiese. Hier versenkt der Konzern DEA belastetes Wasser, das von mehreren Förderplätzen stammt. Da kommt ja gerade ein LKW, ne? Ja, das ist einer dieser Tankwagen, der das Lagerstättenwasser hier anliefert. Wie oft passiert das am Tag? Am Tag, meine ich, müssten das mindestens 5 bis 6 so eine LKWs sein. Da sind eben Bestandteile hochgiftiger Substanzen drin. Wie groß ist Ihr Vertrauen denen das gegenüber? Das Vertrauen ist nicht da, weil alles verharmlost wird. Und so harmlos ist das nicht, wie die das darstellen. Denn es passieren immer wieder Unfälle. Giftiges Lagerstättenwasser läuft aus oder ein Filter der Anlage brennt. Joachim Eubus stellt fest, dass seine Wiese neben dem Platz mit Quecksilber belastet wurde. Er ist nicht der Einzige, bei dem Lagerstättenwasser landet. Ständig wird die giftige Flüssigkeit von hunderten Plätzen weg zu anderen Stellen gefahren. Und dort dann verpresst. Ich bin auf dem Weg zu einer weiteren Versenkbohrung. Schon wieder kommt mir ein Tanklastwagen entgegen. Hier verpresst ExxonMobil Lagerstättenwasser. Mitten im Wald. Ich bin verabredet mit einem Kritiker der Erdgasförderung.
Moin, Herr Rathjens. Moin, Herr Hello. Hello. Willkommen im Gastland. Ja. Rund um die Versenkbohrung ist Boden auch hier mit Quecksilber verseucht. Der Verdacht, das Gift gelangte auch in die Tiefe. Hier ist der Gullideckel. Ja. Bis vor 2 Jahren durfte Exxon das Wasser vom Platz einfach in Schächten wie diesen versickern lassen. Hat das Folgen bis heute? Wenn hier Lagerstättenwasser angeliefert wird, geht mit Sicherheit auch mal was daneben. Und dann kommen die Niederschläge, das Wasser und das Regenwasser wäscht also dieses Lagerstättenwasser in diesen Außenbereich. Man kann ja ganz deutlich sehen, dass es hier abschüssig ist, geht durch den Zaun und dann geht das hier in den Außenbereich. Das heißt, nach Ihrer Theorie müssten wir eigentlich da unten quecksilberhaltige Erde finden. Hundertprozentig. Vorsichtig. Ist ja nicht so tief. Glatt sein. Taschenlampe, cool. Ja, hier ist vor kurzem was rausgetropft, auf jeden Fall. Ja, sehen Sie doch. Ein Glas Erde brauchen wir für eine Probe. Müsste reichen, oder? Ja. Okay. Das war's. So, schöne Quecksilbererde. So, das auf geht die jetzt Reise. Ins Labor. Bin gespannt auf die Ergebnisse. Ein Labor in Kiel, das auf Altlasten spezialisiert ist. Von den Experten wollen wir wissen, wie viel Quecksilber enthält die Erde aus dem Gulli tatsächlich? Das Ergebnis? 57 Milligramm Quecksilber pro Kilogramm. Damit ist es Erde, die eigentlich auf eine Deponie gehört. Solche Nachrichten beunruhigen Andreas Rathjens. Das ist hier meine Heimat. Soll das einfach immer so weitergehen? Das kann es nicht sein. Giftstoffe in der Erde. Können sie auch ins Trinkwasser gelangen? Wir sind unterwegs in ein Wasserschutzgebiet. Unglaublich, sogar dort dürfen die Konzerne Gas fördern. Uns interessiert ein Platz in der Nähe der Stadt Rothenburg. Wir treffen den Landwirt, dem das Grundstück gehört. Auf diesem Platz kommt giftiges Lagerstättenwasser mit dem Erdgas hoch, das der Konzern DEA hier fördert. Sven Trochelmann macht sich Sorgen. Ich habe kein gutes Gefühl, weil ich aber auch nicht weiß, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Auswirkungen nicht. Aber das ist doch genau das Problem. Die große Unwissenheit, oder? Natürlich, natürlich, das ist so. Aber man ist da, mir sind die Hände gebunden und ich bin machtlos. Was soll ich tun? Ihn ärgert, dass der hier mit giftigen Flüssigkeiten hantieren darf, während er sich als Landwirt an strenge Auflagen hält. Schließlich ist Rothenburg auf sauberes Wasser von hier angewiesen. Und das ganze Blaue hier ist Wasserschutzgebiet? Das ist alles Wasserschutzgebiet. Damit versorgt sich die Stadt Rothenburg mit Trinkwasser. Mhm. Und wenn hier so eine Anlage mitten im Wasserschutzgebiet ist, dann habe ich immer ein ungutes Bauchgefühl. Mhm. Denn wenn mal was passiert, ja, was ist dann? Wasser ist das höchste Gut und das können wir nicht wieder reparieren. Bei Sven Trochelmann lassen wir Bodenproben nehmen. Von einem unabhängigen Experten. Der Landwirt will wissen, was auf seinem Grund und Boden los ist. Also hier haben wir eine Probe genommen und da hinten noch. Und das Ergebnis ist, dass hier tatsächlich Bestandteile von Lagerstättenwasser nachgewiesen werden konnten. Gefunden wurden unter anderem die Schadstoffe Benzol und Toluol.
Wenn dem so ist, ist das eine Riesensauerei. Das ist eine riesengroße Schweinerei. Also, damit habe ich nicht gerechnet. So, in der Form. Machen Sie sich Sorgen? Ja. Große Sorgen. Ich weiß ja auch nicht, ob das punktuell ist oder ob das, wie weit sich sowas zieht oder... Das betrifft natürlich den Anbau irgendwann dann. Ist es möglich, dass Erdgaskonzerne Land kontaminieren, das Anwohner ihnen zwangsweise verpachten müssen? Ich recherchiere. Muss der nicht verhindern, dass Schadstoffe sich außerhalb der Plätze verteilen? In einer Präsentation des Konzerns steht, es gäbe Schadstoffmessungen des abfließenden Wassers. Doch ich finde heraus, auf dem Grundstück von Sven Trochelmann gibt es das erst seit 2014. Trotz der sensiblen Lage im Wasserschutzgebiet. Vorher blieb also unbemerkt, wenn giftige Stoffe vom Platz flossen. Ist das bei anderen Plätzen immer noch so? Dazu kein Interview von DEA. Wir sollen uns an den Bundesverband Erdgas Erdöl wenden, den BVEG. Hauptgeschäftsführer Christoph Löwer. Wir bemühen uns viele Wochen um einen Interviewtermin. Doch der kommt immer wieder nicht zustande. Schließlich ein unbefriedigender Vorschlag. Man will auf unsere Fragen nur allgemeine Aussagen schicken, per Video. Ein Interview mit möglicherweise kritischen Nachfragen, offensichtlich unerwünscht. Die Förderung von Erdöl und Erdgas in Niedersachsen läuft nach höchsten internationalen technischen und Umweltstandards ab. Wir können versichern, dass wir weltweit führend in den Technologien hier arbeiten. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir verantwortungsvoll hier produzieren. Verantwortungsvoll produzieren. Stimmt das? Ich fahre nach Bellen. Ein kleiner Ort im Landkreis Rothenburg. Von diesem Platz des Konzerns ExxonMobil ist über Jahre unbemerkt Lagerstättenwasser in den Boden gelangt und verunreinigte sogar das Grundwasser. Beim Verpressen ist hier wohl einiges schiefgelaufen. Was genau wollen wir wissen? Doch Exxon verweist lediglich auf eine Pressemeldung. Darin heißt es, eine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht durch den Altschaden nicht. Tatsächlich aber muss Exxon das Grundwasser aufwendig reinigen lassen. Brisant, direkt neben dem Platz beginnt ein geschütztes Biotop. Ich treffe Caroline Muschter, Juristin und Ratsmitglied in der Gemeinde. Exxon sagt ja selber, sie wissen gar nicht, wie das Wasser in das Grundwasser gekommen ist. Das hat uns sehr bestürzt, weil Exxon die ganze Zeit immer schon in allen Informationsveranstaltungen gesagt hat, gerade in diese Tiefe, in dieses 9 Meter tiefe Grundwasser, käme überhaupt gar kein Lagerstättenwasser, niemals. Und nun ist es doch da. Wie reagieren denn die Menschen jetzt auf diese neue Information? Für die meisten Menschen hier ist das sehr schwierig, weil man ja die Jahre über geglaubt hat, es ist alles in Ordnung, weil nie etwas bekannt geworden ist. Eingeweiht waren nur Landkreis und Aufsichtsbehörde. Eigentlich hätte schon 2015 oder auch 2014 der Landkreis die Bevölkerung gemeinsam mit Exxon informieren können, weil sie es ja gewusst haben. Welcher Hintergrund dahinter steht, das sind Vermutungen. 2011 haben Anwohner von dieser Anlage Fotos gemacht. Sie waren beunruhigt. Denn vom Platz führten damals diese Rohre in den Wald. Was passierte da? Von Exxon bekommen wir dazu keine Auskunft. Ich bin auf dem Weg zum Landesbergamt, der zuständigen Aufsichtsbehörde. Vom Präsidenten möchte ich erfahren, was passiert eigentlich, wenn der Verdacht besteht, dass ein Konzern sein Umfeld mit Schadstoffen kontaminiert.
diesen Frage, die Sie gerade aufgegriffen haben, hat das strafrechtliche Relevanz? Das ist ein Prozess, der wird natürlich sofort aufgegriffen. Und da befinden wir uns gerade an dieser Stelle auch in intensivem Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Verschmutzungen, bei denen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. Wir fragen uns, werden rund um Förderplätze auch Lebensmittel belastet, wenn die Böden Quecksilber enthalten? Wie schätzt der Jurist Dietrich Wiedemann das ein, dass Konzerne und Aufsichtsbehörden diesen Fragen nicht nachgehen? Das halte ich für ganz klare Machtpolitik. Den Leuten wird verordnet, mit einem bestimmten Schadstoffgehalt einfach zu leben. Quecksilber auch neben diesem Förderplatz in der Lüneburger Heide. Tiere dürfen dort nicht mehr grasen. Was von dem Quecksilber kommt wohl in Pilzen an? Wir lassen sie untersuchen. Das Ergebnis? Die meisten enthalten überraschend viel Quecksilber. Bis zu 1,5 Milligramm pro Kilogramm. Das 150-fache über dem zulässigen Grenzwert. Was bedeutet das, wenn wir Menschen diese Pilze zu uns nehmen? Ja, ich würde an solchen Stellen rund um die Bohrstellen keine Pilze sammeln. Aber was man nicht verhindern kann, ist eben, dass sich Wild dort aufhält, Pilze frisst und dass der Anreicherungsprozess in deren Körpern dann stattfindet. Und dann haben wir irgendwann einen Festtagsbraten, in dem bestimmte Mengen Quecksilber sich angereichert haben. Kann Nahrung im Umfeld von Förderplätzen verunreinigt werden? Wir konfrontieren den Verband mit unserer Quecksilberanalyse in Pilzen. Die Antwort? Wir werden sehr oft mit Untersuchungsergebnissen konfrontiert, von denen wir nicht wissen, wie sie entstanden sind, wer sie gemacht hat und wie auch die Ergebnisse einzuordnen sind. Deswegen vertrauen wir auf ein engmaschiges Monitoring und einer Kontrolle unserer Tätigkeiten durch die zuständigen Behörden. Wir wissen da, dass dies neutrale und sachbezogene Untersuchungen sind. Für die Erdgasförderung zuständig ist das Landesbergamt. Macht das solche Untersuchungen überhaupt? Wir haben rund um Förderstellen Pilzproben genommen und die waren teilweise stark mit Quecksilber belastet. Haben Sie das eigentlich auch berücksichtigt? Wir sind für jegliche Art von Erkenntnisse, die uns helfen, dieses Thema systematisch aufarbeiten, sehr dankbar. Und würden uns freuen, wenn Sie uns da eben auch solche Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Also das nehmen wir schon sehr ernst. Gerne, aber ist es nicht auch Ihre Aufgabe? Pilze zu untersuchen. Zumindest mal auszuschließen, dass sich Menschen mit Quecksilber belasten könnten. Ich habe es gerade versucht zu erklären, was machen wir. Wir gehen ran und haben ein Untersuchungsprogramm auf den Weg gebracht, um systematisch zu erfassen, welche Belastungen gehen außerhalb der Gelände von solchen Förderplätzen aus. Diese Ergebnisse werden natürlich bewertet. Und wenn eine Konsequenz sein kann, man muss sich das weiter anschauen, dann finden weitere Untersuchungen statt. Das kann dauern. Eine quälende Zeit der Ungewissheit für Anwohner in den Fördergebieten. Nach Ansicht der Gas- und Ölkonzerne gibt es aber keinen Grund zur Beunruhigung. Auch nicht, wenn immer neue Verunreinigungen bekannt werden. Die Industrie bügelt ja gerne mal ab und argumentiert, es besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Was halten Sie davon? Ja, die Industrie muss so argumentieren, sonst könnte sie nicht arbeiten. Sie emittiert diese Schadstoffe. Denn es ist unmöglich, Erdgas zu fördern, ohne diese Stoffe an die Oberfläche zu bringen. Und es ist auch unmöglich, sie restlos auszufiltern. Diese Technik gibt es anscheinend nicht. Ja, aber einfach zu behaupten, es besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt? Das ist eine Wertung. Wir haben die Tatsachen und die Industrie und die Gesetzgebung bewerten diese Tatsachen. Und wir sollen uns dem unterwerfen. Sollen wir einfach sagen, ja, wird schon alles gut sein? Ja, wer gerne verdrängt, der macht so Leben. Aber ich war in einem Dorf in der Nähe von Rothenburg, da leben 50 Menschen und 14 haben Krebs. Diese 14 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, denen ist das nicht mehr egal. Das Dorf kenne ich. Es geht um Bellen, den Ort mit dem Lagerstättenwasserunfall. Ich mache mich noch einmal auf den Weg dorthin. Das Dorf liegt in der Samtgemeinde Botel. Unterwegs erfahre ich, zwei weitere Menschen im Umfeld der Anlage haben Krebs. Statistisch belegt, vor allem ältere Männer erkranken hier am multiplen Myelom, Krebs im Knochenmark. Über einen von ihnen berichten wir seit Jahren. Erwin Schon.
Sein Wohnhaus liegt im Wald neben der Anlage. Im Jahr 2012 gab er uns einen Laborbericht. Der krebserregende Stoff Benzol war in seinem Blut nachgewiesen worden. Jahre später wird er krank. Nach der Chemotherapie versagen bei ihm beide Nieren. Jetzt bin ich Dialysepatient. Dreimal die Woche, 5 Stunden. Und das reicht. Dann können Sie sehen, was von meinem Leben übergeblieben ist. Ich bin auf dem Weg zu Erwin Schon. An einem besonders schweren Tag. Seine Frau ist vor wenigen Tagen gestorben. Auch sie hatte Krebs. Mit uns sprechen kann Erwin Schon heute nicht. Doch seine Tochter und sein Enkel wollen erzählen. Da hat er dieses multiple Myelom und ist auch Zeh amputiert, hat Diabetes, der hat Amyloidose der Niere. Das sind alles Folgen von dieser Krebserkrankung, die dann immer weitergegangen ist. Ich selber bin auch an Krebs hier in der Familie erkrankt und macht keinen Spaß mehr. Langsam reicht's. Was denken Sie über Exxon? Oh, ja, das ist ein großer Konzern, der brachte Steuergelder rein und die Leute hatten Arbeit. Und über Umweltprobleme oder so hat doch damals gar keiner nachgedacht. Das kommt jetzt heute erst. Kann man einen direkten Zusammenhang? Den können wir nicht ziehen. Wir sind keine Wissenschaftler oder sowas, die jetzt beurteilen können. Jetzt haben wir 100% Sicherheit, dass es von denen kommt. Wir haben eben einfach nur die Vermutung, weil eben auch so viel vorgefallen ist. Wenige Wochen nach diesem Gespräch ist Erwin Schon gestorben. Gibt die Anlage nebenan Schadstoffe ab? Andreas Rathjens, den Kritiker der Erdgasförderung, beunruhigen Ergebnisse aus den USA. Dort wurde im Umfeld der Gasförderplätze eine ganze Palette an Schadstoffen gefunden. Unter anderem Toluol. Auf fast allen Blättern in einem Umkreis von 100 Metern. In Deutschland hat das so noch keiner erforscht. Deshalb hat Andreas Rathjens einen eigenen Versuch gestartet. Er pflanzte Grünkohl in nachweislich unbelastete Erde. In einem Abstand von 100 Metern zur großen Anlage. An der Hauseinfahrt der Familie Schon und in einer Entfernung von 1 Kilometer. Grünkohl gilt als Schadstoffindikator. Deshalb hat er diese Pflanze ausgewählt. Sie sind mit Herz und Seele dabei. Warum sind Sie da bei diesem Thema so engagiert? Wenn ich erlebt habe, wie viele Mitmenschen neben mir verstorben sind, was das für ein Kampf ist. Und ich weiß also auch, dass hier, und das ist ja nachgewiesen, eine hohe Krebsrate ist in diesem Bereich. So müssen wir doch alles Mögliche dran setzen, um zu erforschen, was macht die Menschen hier vor Ort krank. Und das ist der Antrieb einfach. Die große Schwierigkeit bei dem Thema ist ja immer, den direkten Zusammenhang zu finden. Und nachzuweisen. Ne? Nach 6 Monaten wird der Grünkohl an einer Universität in Bremen analysiert. Alarmierend, der Schadstoff Toluol. Der Grünkohl, 100 Meter neben der Anlage, enthält 3-mal mehr Toluol als der Grünkohl 1 Kilometer entfernt. Die Ergebnisse sind einigermaßen erschreckend. Ja, jetzt ist also wirklich die Politik und die Behörden, die Gesundheitsämter, sie sind einfach gefordert. Und da müssen wir sehen, wie wir das hier lösen, hier vor Ort. Der Schadstoff Toluol verursacht Nierenschäden. Er kann gemeinsam mit dem krebserregenden, stark flüchtigen Stoff Benzol auftreten. Wissenschaftler halten weitere Untersuchungen im Umfeld der Anlage für dringend notwendig. Das sehen auch 212 Ärzte aus der Region so. Sie wollen die häufigen Krebserkrankungen nicht einfach hinnehmen. Fordern schnelle Aufklärung in einem offenen Brief an die niedersächsische Gesundheitsministerin. Zwei der Ärzte treffe ich. Einen Kinderarzt und einen Umweltmediziner. Was berichten Ihnen als Arzt die Menschen aus den Orten? Sie berichten von viel Beunruhigung, von häufigen Krebserkrankungen. Und ich stand ganz oft hilflos davor und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Die Ärzte haben sich intensiv mit Studien aus dem Ausland beschäftigt. Ein Zusammenhang zwischen Erdgasförderung und Erkrankungen erscheint ihnen immer wahrscheinlicher. Da brauchen wir nicht das Rad neu zu erfinden und dazu versuchen, irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Da gibt es im Augenblick noch mal eine Zusammenstellung von 220 wissenschaftlichen Arbeiten aus aller Welt. Und diese Arbeiten belegen, je dichter die Leute dran wohnen, umso mehr Probleme gesundheitlicher Art gibt es. Exxon sieht das anders. Schreibt in einem Erdgasjournal, das Tageszeitungen beigelegt wird: Für die erhöhten Krebsfälle sind wir nicht verantwortlich. Auf dem Deckblatt der von Exxon gesponserte Fußballverein. Sie unterstützen hier den Fußballverein von Rothenburg. Wie uneigennützig ist das? Das ist vordergründig uneigennützig. Der lokale Fußballverein bekommt schöne neue Trikots mit Exxon-Aufschriften. Aber letztlich polieren sie damit ihr Image auf mit dem Fußballverein als Werbeträger. Weiter heißt es, krebserregendes Benzol komme zwar in der Erdgasförderung vor, aber wäre Benzol hier in relevanten Mengen von Anwohnern aufgenommen worden, wären andere Krebsarten zu erwarten gewesen als diejenigen, die in zwei Gemeinden statistisch auffällig sind. Diese Formulierung ist also reine Schönfärberei und Falschinformation der Bevölkerung. Also sachlich falsch? Völlig sachlich, völlig falsch. Und ich wundere mich, dass die einen Pressesprecher haben, der sowas in die Öffentlichkeit bringt. Der braucht nur einmal ins Internet zu gucken und zu googeln, was Benzol macht. Was glauben Sie, ist das Unwissenheit, Fahrlässigkeit oder bewusste Täuschung? Das ist bewusste Täuschung. Ich würde das als bewusste Täuschung interpretieren. Denn so dumm kann keiner sein. Das ist ein Weltkonzern, der seine Wissenschaftler auch hat. Und das kann so nicht formuliert werden. Darüber würde ich gerne mit jemandem von ExxonMobil reden. Doch ich bekomme kein Interview. Besonders aktiv ist Exxon rund um die Stadt Rothenburg und den Ort Hemslingen. Wissen die Menschen in Rothenburg eigentlich von den vielen Förderplätzen? Kennen Sie da ein paar Stellen? Dürften Sie die gerne markieren mit so einem... Genau. In Hemslingen war das. Mhm. Moment. Hemslingen? Ja, das müsste da sein. Genau, da irgendwo Söhlingen. Söhlingen? Da müsste es sein. Ja, und sonst wüsste ich nicht. Es sind also zwei hier in der Region. Ja, die, von denen ich weiß jetzt. Es sind aber tatsächlich rund 50 Erdgasstellen. Das ist eine Menge. Wie finden Sie das denn, dass Sie eigentlich nur von zwei Standorten wissen, es aber tatsächlich rund 50 sind? Als schlecht aufgeklärt fühle ich mich. Mhm. Zehn? Zehn. Es sind rund 50. Was denken Sie darüber? Ganz schön bedenklich ist die Sache. Wenn man das in Zeitung liest, sind die vielen Krebsfälle hier. Ne? Was haben Sie von den Krebsfällen mitgekriegt? Dass viele Männer in meinem Alter, etwas jünger noch, Krebs haben, an Krebs gestorben sind. Hemslingen ist am schlimmsten. Hemslingen liegt in einem Erdgasfördergebiet, zu dem ich einen Bericht habe. Darin gibt Exxon zu, dass krebserregendes Benzol aus seinen Anlagen entweicht. 1,5 Tonnen pro Jahr. Bei Anwohnern soll laut einer Luftmessung vom Landesbergamt aber kein Benzol aus der Erdgasförderung ankommen. Warum bewirbt DEA dann jetzt eine Technik, mit der der Konzern Benzol in der Umwelt vermeiden will? In einer Präsentation finde ich diesen Hinweis: Gaspendelung. An Tankstellen ist das schon seit rund 20 Jahren Pflicht. Im Zapfhahn installiert eine Gasrückführung. Beim Tanken verdrängt das Benzin gasförmiges Benzol aus dem Tank. Durch die Leitung im Zapfhahn wird es zurückgeführt. Seitdem atmet der Tankende 90% weniger Benzol ein. Auch bei der Erdgasförderung wird Benzol aus Tanks verdrängt. Zum Beispiel, wenn Lagerstättenwasser umgefüllt wird. 19 Jahre lang hatte die Anlage auf der Wiese von Joachim Euhus keine Gaspendelung. Erst vor 3 Jahren hat DEA eine eingebaut.
An anderen Plätzen fehlt sie bis heute. Gibt es vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen der Erdgasförderung und den Krebserkrankungen? Es macht keinen Sinn, voreilige Zusammenhänge hier herzustellen und einseitig Beschuldigungen auszusprechen. Wir müssen hier wirklich auf die Fakten warten und können dann eine Interpretation der Sachlage vornehmen. Anwohner filmen nachts, wie Gas verbrannt wird, sogenanntes Abfackeln. Das passiert, wenn Rohre gereinigt werden. Noch schlimmer, wenn Gas unverbrannt aus den Anlagen kommt. Konzerne dürfen es ausblasen bei zu hohem Druck. Im Gas das krebserregende Benzol. Niemand weiß, wie viel davon in den vergangenen Jahrzehnten in die Umwelt geriet. Auch bei der Ölförderung kommt Gas mit hoch. Aufnahmen aus Rodewald, gefilmt in den 60er Jahren. Hier brannte die Fackel Tag und Nacht. Neben Ölpumpen spielten Kinder. Das alles gehörte zum Alltag. Rodewald heute, 90 Kilometer nördlich von Hannover. Auch hier bekamen viele Menschen Krebs. Eine Folge der intensiven Ölförderung vor Jahrzehnten? Heute eine unscheinbare Wiese. Früher der zentrale Sammelplatz für das geförderte Öl. Große Mengen sind damals in den Untergrund gelaufen. Das kam aber erst viel später raus. Der Boden musste ausgetauscht werden. 7 Meter tief bis Ende 2016. Was ist in Rodewald auffällig? Auffällig ist die Zahl der kinderlichen Leukämien. Und daraus ergibt sich halt eben weiterer Handlungsbedarf im Sinne einer Ursachenforschung. Zwischen 2004 und 2007 haben in Rodewald und Umgebung 5 Kinder Leukämie bekommen. 2 sind gestorben. Jetzt sucht der Landkreis nach einer gemeinsamen Ursache für die Erkrankungen. Ich bin auf dem Weg zu Frederik Ameis. Mit 17 bekam er Leukämie, wurde an der Uniklinik Hannover behandelt. Hallo Ameis, guten Tag. Hallo. Rohila, darf ich reinkommen? Ja, bitte. Danke. Er war dort nicht der Einzige aus der Gegend. Ich war sehr geschockt, weil eine Krankenschwester zu mir sagte, dass ich jetzt inzwischen das 4. Kind bin aus derselben Ecke. Mhm. Und das hat mich doch sehr verunsichert. Und man fragt sich dann, wo das herkommt. Frederik Ameis bekommt damals Stammzellen von seinem Bruder. Kämpft ums Überleben. Das ist kein schönes Leben, ne? Weil man nie weiß, wann ist es jetzt zu Ende. Und ich war wirklich sehr jung noch und hat ja noch nicht sehr viel erlebt, ne? In den jungen Jahren. Und sich doch gewünscht, ne? Dass man noch vieles. Man hat ja noch vieles vor sich, ne? Auch Erwachsene sind in Rodewald oft an Krebs erkrankt. Vor wenigen Wochen ist der Onkel von Frederik Ameis gestorben. Jetzt ist ein junger Familienvater neu erkrankt. Das alles nicht leicht zu ertragen. Man hört von Fällen und macht sich seine Gedanken und fragt sich, wo das herkommt. Und ja, es vergeht wieder Zeit und ich finde, die Politik sollte sich viel mehr dafür einsetzen und mal herausfinden, woran das Ganze hier liegt. Vor kurzem starb in Rodewald auch eine Frau mit Ende 50. Sie wohnte in der Nähe des alten Ölsammelplatzes, als auch dort Gas einfach unverbrannt in die Umgebung geblasen wurde. Ich bin verabredet mit Katrin Otte von GENUG, einer Organisation für Umweltkranke.
Wir müssen davon ausgehen, dass über die ganzen 70 Jahre Erdgasförderung in Deutschland, aber auch bei der Ölförderung, Unmengen von diesem Rohgas mit hohem Anteil an Benzol ausgegast worden sind. Das ist einfach schlichtweg eine sehr banale Art der Abfallentsorgung, hier von giftigen Abgasen. Bis eine Krebserkrankung ausbricht, können Jahrzehnte vergehen. Die Ursachenforschung erst heute, deshalb extrem schwierig. Der Staat hat ganz sicher die Aufgabe, die Industrie darin zu beschränken, Sachen in die Umwelt zu setzen, die Menschen gefährden könnten. Also das ist in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt die Praxis gewesen. Da ging Industrie vor Gesundheitsschutz. Das muss sich ändern. Doch während die Ursachenforschung in Rodewald noch läuft, beginnen Konzerne wie Exxon hier wieder mit der Ölförderung. Am Rande des Dorfes liegt die erste neue Bohrung. Exxon glaubt, dass andere Ursachen für die Erkrankungen möglich sind. Zum Beispiel Verkehr, Rauchen oder Alkohol. Wie wahrscheinlich ist das? Das möchte ich vom Landesgesundheitsamt wissen. Jeder dieser Faktoren wurde schon mal als ein Risikofaktor in irgendeiner Studie aufgezeigt. Wobei man natürlich sagen muss, Alkohol und Rauchen bezieht sich nicht auf das Verhalten des Kindes, sondern auf das der Eltern während der Schwangerschaft vielleicht. Und wir selbst glauben nicht, dass gerade diese individuellen Faktoren, die von den Eltern meistens ausgehen, zu so einer außergewöhnlichen Häufung geführt haben könnten, sondern konzentrieren uns auf mögliche Umweltgefährdung. Und hier suchen wir jetzt erstmal nach Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Fällen, was es denn sein könnte. Das hört sich nach einer langen Reise an, was die Beweisführung angeht. Viele Krebserkrankte haben aber gar nicht mehr so viel Zeit. Das stimmt. Es kann eine sehr, sehr lange Reise sein. Und wir wissen auch, dass wir häufig auch gar nicht sagen können, was es sein könnte. Die Ursache für die zahlreichen Erkrankungen, vielleicht kann sie nie eindeutig nachgewiesen werden. Ich bin auf dem Weg nach Seevetal, 20 Kilometer von Hamburg entfernt. Hier fürchten Anwohner um ihre Häuser. Dieses steht schief, erzählt mir der Eigentümer. Hier eine Wasserwaage. Mhm. Da ist der Zollstock, können wir mal messen. Okay. Gehen wir mal runter. So, jetzt halten Sie das mal hoch. Ich schaue hier, wie die. Und ich messe hier dann messen die Differenz, ja? Wie hoch kann ich? Weiter. Stopp. Das sind ziemlich genau 4 cm. Ja. Auf zwei Meter. Auf 2 Meter, ja. Ist es damit unbewohnbar? Ja, also. Das ist ja nicht nur das. Das ist, läuft ja alles richtig schräg ab hier. Was heißt das für das Haus? Das ist nur abzureißen. Man kann hier nicht mehr drin wohnen. Das ist ja ein Wahnsinnsverlust für Sie, oder? Natürlich ist es ein Wahnsinnsverlust. Wertverlust von 200.000 Euro hier. Die Erde ist unter einer Haushälfte abgesackt. In den 50er Jahren wurde hier vor einer Erdölförderung Sprengstoff in die Erde gepackt. Nach der Zündung wurde der Schall im Erdreich mit Geophonen aufgezeichnet, um das Gebiet zu erkunden. Heute ist die Erde abgesackt. Es zieht sich eine Mulde durch den Untergrund, in der noch weitere Gebäude stehen. Zum Beispiel diese Scheune. Ja, hier geht's ja total runter und ich meine, das sind ja 20 Zentimeter. Mhm, aber wie ist dieser Riss entstanden? Sicher nicht von heute auf morgen, oder? Der ist sehr schleichend, ist der entstanden. Also über Jahre. Und das ist eigentlich das Schlimme daran gewesen. Man wusste zuerst gar nicht, warum das so ist und weshalb. Ja. Und man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, ne? Muss diese Scheune. Ja, das muss ja abgerissen werden. Kann man hier überhaupt neu bauen? Das ist ja eigentlich die größte Frage, die man da dran stellen muss. Nicht, dass es immer noch weiter runtergeht.
Um herauszufinden, ob der Bauplatz für immer verloren ist, bitten wir einen Experten für Bergbauschäden aus Nordrhein-Westfalen, sich den Schaden anzusehen. Da, wo eine Störung schon einmal aktiv geworden ist, hat man einen sogenannten Dauerschaden, weil einmal der Bruch in der Erde eine Sollbruchstelle für immer bleibt. Hier wird man auch schlecht nochmal draufbauen können, weil bei jeder späteren kleinen Bewegung, die woher auch immer kommt, sich an dieser Störung wieder was Neues ändert. Ich sehe einen großen, starken Mann vor mir, den es fast aus den Schuhen haut. Ne? Ja, ganz einfach ist das ja nicht, wenn man dazu hört. Kaputte Gebäude, verlorene Baugrundstücke, weil Konzerne im Untergrund gesprengt haben? Bleiben die Betroffenen auf dem Schaden sitzen? Nachfrage beim Ölkonzern Wintershall. Ein Interview will auch der nicht geben. Schriftlich heißt es, man könne ausschließen, dass die Schäden durch die Sprengungen verursacht wurden. Das Gebäude zu weit entfernt, die Sprengungen lange her. Auch das Landesbergamt sieht keinen Zusammenhang. Das lässt mich an die Sache mit den Erdbeben denken. Bis 2012 wurde in Deutschland abgestritten, dass die Erdgasförderung Erdbeben auslöst. In den Niederlanden dagegen wurde das schon in den 90er Jahren zugegeben. So sieht es aus, wenn dort wegen Erdgasförderung die Erde wackelt. Gebäude in den Niederlanden danach. Häuserschäden auch bei uns. Die Erde bebt in norddeutschen Fördergebieten immer häufiger. Anwohner machen sich daher große Sorgen. Und noch etwas kann die Erdöl- und Erdgasbranche heute nicht mehr abstreiten. Eines ihrer Abfallprodukte liegt in der Landschaft herum. Ich grabe und stoße auf ölkontaminierte Erde. Hier in der Nähe stand mal ein Bohrturm. Schraubte sich der große Bohrer in die Tiefe, kam mit Schadstoffen belasteter Schlamm nach oben. Und der wurde dann einfach abgekippt und liegen gelassen. So war es damals üblich und erlaubt. Viele solcher Gruben sind in Vergessenheit geraten. Deshalb sollten sie in der Landschaft markiert werden, fordert Joachim Gerd von der TU Hamburg. Besonders kritisch ist, wenn man mit diesem Material direkt in Kontakt kommt. Es sind dort Schadstoffe enthalten, die auch in die Haut übergehen können. Es gibt in dieser Stoffgruppe einige, die krebserregend sind. Prominentestes Beispiel ist Benzoapyren. Diesen Stoff findet ein von uns beauftragter Bodenprobennehmer auf einem Maisfeld. Hier hat der Konzern DEA damals Bohrschlamm abgekippt, in der Nähe von Kiel. Der heutige Eigentümer des Feldes wusste von nichts. Ich treffe mich mit dem Landtagsabgeordneten Patrick Breyer. Er kritisiert den Umgang mit den Bohrschlammgruben in Schleswig-Holstein schon lange. Das Problem ist, wenn der Eigentümer selbst nicht Bescheid weiß, kauft er vielleicht ein Grundstück, was er nie gekauft hätte. Vielleicht gräbt er auch tief, unwissend, und bringt dadurch Gifte plötzlich an die Oberfläche. Und deswegen muss das transparent sein und der Umgang damit klar geregelt werden. Was bleibt, sind viele offene Fragen, Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung. Unser Fazit: Die Öl- und Gasindustrie darf nicht einfach so weitermachen wie bisher.